Welcome back, ladies and gents. Ich bin Daniel Korte und in diesem Video zeige ich euch, wie ich meinen Man-Bun binde. In meinem letzten Haarstyling-Tutorial habe ich euch gezeigt, wie ich aktuell meine Haare style und im Anschluss habe ich dann einige Fragen bekommen und viele von euch wollten wissen, Daniel, wie zur Hölle bindest du dir eigentlich deinen Man-Bun? Und et voilà, heute zeige ich es euch. Falls du das Tutorial, was ich gerade erwähnt habe, noch nicht gesehen haben solltest, dann kannst du es hier oben in der Infokarte gerne mal auschecken. Und falls du gerade zum ersten Mal eingeschaltet hast und neu hier auf meinem Kanal bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, kostet nichts und du würdest mir einen kleinen Gefallen tun. Und falls du Lust hast, kannst du mir auch sehr gerne auf Instagram folgen. Dort gibt es eher so private Einblicke von mir als auch einige Outfit-Posts. Um euch das ganze Tutorial so einfach wie möglich zu machen, breche ich das Ganze runter in 4 einfache Schritte. Also versteht jeder. Zum Start noch eine wichtige Info. Ich binde mir meinen Man-Bun mit feuchten Haaren. Ich weiß, das ist zwar nicht jedermanns Sache, aber so kann ich persönlich den perfekten Man-Bun stylen. Und die Haare sind dann auch nicht klatschnass, sondern die sind dann schon ungefähr so 15 Minuten getrocknet, also an der Luft getrocknet, nicht mit dem Föhn. Und dann starte ich mit dem Man-Bun. Und alle Produkte, die ich in dem Video verwende, von Haargummi über Kamm, verlinke ich euch selbstverständlich alle in der Infobox. Im ersten Schritt benutze ich die Hair Defining Cream, um in meine Haare erstmal ein wenig Kontrolle reinzubekommen und ein bisschen Definition reinzubekommen. Und das Gute an der Hair Defining Cream ist, dass es nicht nur ein Styling-Produkt ist, sondern auch gleichzeitig ein Pflegeprodukt ist. Sonst würde ich nämlich auch meine feuchten Haare gar nicht zusammenbinden, aber bei diesem Produkt ist das wirklich möglich, weil dieses Produkt deine Haare wirklich extrem pflegt. Ich nehme dann 2-3 Pumps von der Hair Defining Cream, verteile das schön in meine Hände und verteile dann die Hair Defining Cream komplett in meine Haare und auch in die Spitzen. Und wenn du die Hair Defining Cream dann in deinen Haaren verteilt hast, dann kannst du den Unterschied auch schon direkt spüren. Deine Haare fühlen sich viel weicher an, viel gepflegter an und du hast viel mehr Kontrolle. Im zweiten Schritt kämme ich dann meine Haare und zwar mit einem groben Kamm. Ich kämme dann wirklich alle Haare von vorne schön runter nach hinten. Wenn ich das gemacht habe, packe ich meine Haare zusammen, stelle mich über Kopf hin und kämme dann auch nochmal meine Haare von unten nach oben. Das mache ich aus dem Grund, damit ich auch wirklich alle Haare in den Man-Bun reinbekomme. Und das ist auch wirklich ein wichtiger Schritt, den ich auch erst seit kurzem mache. Dementsprechend sind die Haare dann auch schon passend in Form gekämmt. Du hast wirklich alle Haare im Man-Bun drin und der grobe Kamm gibt deinen Haaren auch eine schöne grobe Struktur. Im nächsten Schritt wird dann der Man-Bun geformt und positioniert. Und bevor ich damit loslege, nehme ich erst ein Haargummi und packe mir das Haargummi um mein rechtes Handgelenk. Dann packe ich alle Haare zusammen und kann den Man-Bun positionieren. Entweder ganz oben als High oder in der Mitte als Mittelbun oder weiter unten als Lowbun. Ich persönlich nehme immer so einen Mix zwischen High- und Mittelbun. Das gefällt mir am besten. So kommen wir dann zum letzten und vierten Schritt, zum Binden an sich. Ich habe dann schon alle Haare zusammengepackt, ziehe dann die Haare einmal durch das Haargummi durch, dann ein zweites Mal durch das Haargummi durch und beim dritten Mal binde ich dann den Man-Bun zusammen. Und es kommt natürlich an sich ganz auf die Haarlänge drauf an, wie oft du den Man-Bun binden kannst. Wenn du zum Beispiel noch etwas kürzere Haare hast, dann kannst du den Man-Bun vielleicht nur einmal binden. Wenn du aber vielleicht schon ganz lange Haare hast, dann kannst du ihn vielleicht auch schon 3 oder 4 Mal binden. Und so sieht der Man-Bun dann aus, wenn ich fertig bin. Und das Ganze dauert in der Praxis an sich noch nicht mal 5 Minuten. Kleiner Pro-Tipp an dieser Stelle noch, wenn deine Haare dann lang genug sind, kannst du den Man-Bun zum Beispiel auch 2 Mal binden und die überstehenden Haare einfach um den Man-Bun herumwickeln. Dann wirkt der Man-Bun einfach so ein bisschen stabiler. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Manuel Kovacic. Manuel, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen YouTube-Videos, dann einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du jemanden kennst, der sich zum Beispiel gerade seine Haare lang wachsen lassen möchte, weil er sich auch einen Man-Bun binden möchte, dann teile das Video gerne mit ihm und teile auch gerne meinen Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich mit meinen Videos euch ein wenig weiterhelfen kann. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Man-Bun binden und beim Haare wachsen lassen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Haut rein, macht's gut, peace out.